Und welche Beziehung hatten Sie zu Propagandaminister Goebbels? Die schlechtesten, wie man sich überhaupt nur vorstellen kann. Er ist mir vor der Machtübernahme, wo ich ihn mal kennenlernte, eigentlich in einem Fahrstuhl im Hotel Kaiserhof, sind wir zusammen raufgefahren, hat er mich verfolgt. Er wollte mich unbedingt haben als Frau, er wollte mich zu seiner Geliebten machen und so weiter. Und er war ganz und gar nicht mein Typ. Ich hatte gar keine Zuneigung zu ihm. Und das hat er mir also nie verziehen, diese Ablehnung. Und das hat sich später immer mehr verschlimmert. Er war eigentlich, ich möchte sagen, beinahe ein Feind. Ja, aber wenn man Goebbels Tagebücher aus der Zeit von Anfang 33 liest, hat man den Eindruck, dass sie bei Hitler und bei ihm zu Hause ein- und ausgingen wie gute Bekannte. Also diese müssen Sie mir mal vorlegen. Das habe ich noch nie gelesen. Kein einziger Satz, aus dem hervorgeht, dass ich da ein- und ausgehe. Das ist reine Fantasie. Saw Leni Riefenstahl this afternoon, suggested a film about Hitler to her. She was enthusiastic. In the evening, to Madame Butterfly with Magda and Leni. Und Anfang 33 war ich überhaupt nicht bei ihm. Nie, hat er auch nichts gesagt. Drove back with Hitler in the evening. Later, at home, Philip von Hessen and Leni Riefenstahl called very nice. Ich war nicht einmal, auch nicht in Schwanwerder, wo alle da waren, sämtliche, die heute noch leben. Ich war nicht eingeladen, ich war nicht mal eingeladen. Saw a film with Hitler starring Hans Albers. Terrible rubbish. Gerda, Maria and Leni Riefenstahl were there. Three beautiful women. Ich bin so aufgeregt, was Sie da gesagt haben, das ist ja unglaublich. Ich kann es Ihnen zeigen. Aus den Tagebüchern steht drin, das steht doch überhaupt nicht drin, das ist doch nicht wahr, Herr Müller. Sie können es mir zeigen, bitte zeigen Sie mir, wo das drin steht, dass ich gesellschaftlich da ein- und ausgegangen bin. What to believe? The diaries of Goebbels or the memories of the last surviving witness? Als ich mein Dokumentarfilm begann und anfing, überlegte ich mir, was kann ich machen, um etwas Besseres zu machen als die Wochenschauen. Und die Wochenschauen waren ja damals im Jahre 34, wo ich den Triumph des Willens aufnahm, statisch. Es gab ja also nur Aufnahmen, unbewegte, keine Fahraufnahmen. Und ich überlegte mir, das Wichtigste ist, die Aufnahmen bewegt zu machen, dann sind sie interessanter. Darum haben meine Kameraleute angefangen, mit Rollschuhen Aufnahmen zu probieren und vor allen Dingen sehr viele verschiedene Standpunkte. Nun gar nicht wie ein Dokumentarfilm, sondern wie ein Kunstwerk, was er ja auch sein soll. Diese künstlerische Verdichtung, wie haben Sie denn die erreicht? Ja, das ist ein Gefühl, was für Bilder, die Übergänge zu finden zu Bildern, eine Verbindung von einem Blick zu einem anderen oder von einer optischen Farbskala, Grautönen zu den anderen. Das heißt, es ist wie eine musikalische Komposition. Und ganz wichtig ist dabei, dass man, wenn man einen Höhepunkt hat, diesen Höhepunkt an die richtige Stelle des Films setzt, damit sich der Film ständig steigern kann. Heil, Arbeitsmänner! Heil, mein Führer! Warten! Immer! Warten! Ab!
das musste ich natürlich am Schneidetisch hunderte Mal ausprobieren. Ich habe also über 5 Monate an dem Film geschnitten und in dieser, zuerst waren es 12 Arbeitsstunden, dann waren es 14, dann waren es 18 und zum Schluss waren es 20 Arbeitsstunden. Das heißt, ich konnte in dieser Zeit nichts anderes machen, als am Schneidetisch sitzen und versuchen, eine Lösung zu finden, damit es keinen Ruck gibt, damit es auch wirklich fließend ist und damit es interessant ist. Das musste ich durch 100 Versuche ausprobieren. Kamerad, woher stammst du? Aus Friesenland. Und du, Kamerad? Aus Bayern. Und du? Vom Kaiserstuhl. Und du? Aus Pommern. Und aus Königsberg. Aus Schlesien. Von der Waterkant. Vom Schwarzwald. Aus Dresden. Von der Donau. Vom Rhein. Und von der Saar. Ein Volk. Ein Führer. Ein Reich. Diese künstlerische Verdichtung, diese Intensivierung und Steigerung, von der Sie sprachen, die hat man Ihnen ja später zum Vorwurf gemacht, indem man das Glorifizierung nannte. Ja, schon, wahrscheinlich. Gott, die Leute, die das machen, die hätten es mal selber machen sollen, den Film. Ich meine, man kann entweder eine Wochenschau machen, das wurde ja auch gemacht, die gab es ja, oder man konnte versuchen, aus dem Material einen Film zu machen, der interessanter ist als eine Wochenschau, ohne Aufnahmen zu stellen. In Flandern, im Westen, im Osten, im Süden. Und in den Wolken. Kameraden, die Rotfront und Reaktion erschossen. Ist Ihnen aufgefallen, dass in diesem Film, was sonst normal wäre, kein Kommentar verwendet worden ist? Ist kein Kommentator da, der irgendwie etwas erklärt? Und das ist auch einer der Gründe, warum es sich unterscheidet von einem Dokumentarfilm und einem Propagandafilm. Denn wenn es ein Propagandafilm, was viele behaupten wäre, dann hätte durch einen Kommentator das die Bedeutung und der Wert dieser Veranstaltungen erklärt werden müssen. Das ist nicht der Fall. The looming close-ups of Hitler in this film were the first that the German people had ever seen. War gar nicht sehr schwierig, denn der Hitler hat sich davon gar nicht beeinflussen lassen oder beeindrucken lassen. Er konnte um ihn herum tanzen, wie er wollte. Sie haben sogar Schienen gelegt um ihn herum, ja? Ja, das war eine Idee. Schauen Sie, ich hatte drei oder vier Reden von Hitler aufzunehmen. Wie konnte ich es machen, dass jede Rede anders wirkt, dass sie sich nicht wiederholt? Da ist mir der Gedanke gekommen, wenn ich um eine dieser Reden eine Rundschiene lege, dann ist die Rede interessanter, als wenn ich sie von einem Standpunkt aufnehme. Wir wollen einst keine Klassen und Stände mehr sehen. Und ihr dürft sie in euch schon nicht mehr groß werden lassen. Wir wollen einst ein Reich sehen. Und ihr müsst euch schon dafür erziehen. Wir wollen, dass dieses Volk einst gehorsam ist. Und ihr müsst euch in dem Gehorsam üben. Wir wollen, dass dieses Volk einst friedliebend und aber auch tapfer ist. Und ihr müsst friedfertig sein. Sehen Sie den Fahrstuhl dort? Das war damals ganz schwierig, die Erlaubnis zu bekommen. Ich gehe doch mal zurück. Da, die Erlaubnis zu bekommen, an der Fahnenstange diesen winzigen kleinen Fahrstuhl einzubauen. Aber es hatte eine gute Wirkung. Was im Schnitt auch auffällt,
ist dieser Kontrast zwischen diesen gigantischen Menschenmassen und einer Einzelperson, eben Hitler. Ist es ein bewusstes Prinzip? Na, es gab gar nichts anderes. Es gab hier nur diese zwei Motive. Es gab den Hitler und das Volk. War das nicht zum Beispiel sehr schwierig? Sie sagen ja, Sie haben von Politik keine Ahnung gehabt, denn es lauter politische Reden zu kürzen und zu schneiden. Ja, das ist doch gar, hat mit Politik überhaupt nichts zu tun. Das ist eine technische Sache. Wenn ich eine Rede habe von 2 Stunden, unabhängig, was der Inhalt ist, ob er über Bäume, Fische oder Politik redet, und die Rede muss auf 5 Minuten gekürzt werden, dann wird jeder Kötter Ihnen das, was er rausschneiden kann, rausnehmen. Die Rede muss einen Anfang haben, muss ein Ende haben, das ist vorgegeben, in der Mitte irgend 2, 3 Sätze, die wichtig sind, und das andere muss eben rausgeschnitten werden. Aber was ist wichtig? Das ist doch völlig logisch. Ich sage ja, ein Anfang, der wirklich da war, und ein Ende. Und in der Mitte irgendetwas, da zum Beispiel, wo die Leute am meisten begeistert waren. Nicht? Das kann jeder Kötter doch machen, das ist doch gar kein Problem. Also nach dem Applaus gerichtet oder so? Ja, nach der Wirkung, auch nach dem Ausdruck. Es ist zum Beispiel, wenn Sie Kötter sind und Sie haben da die Möglichkeit, von Hitler rauszuschneiden, wie er sich die Nase putzt oder wie er hustet, dann werden Sie lieber diese Sachen nicht nehmen, sondern da, wo er einen Ausdruck hat, der irgendwie, sagen wir mal, interessanter ist. Das ist doch klar. Ein Kötter muss finden, welche Momente wirken am besten. Das hatte mit Politik überhaupt nichts zu tun, denn die Rede hat ja sowieso immer ein Thema nur gehabt. Ein großer Befehl zugrunde liegt. Und den Befehl gab uns kein irdischer Vorgesetzter. Den gab uns der Gott, der unser Volk geschaffen hat. Nun waren die Parteitage selbst eine großartige Inszenierung, auch heute noch. Waren Sie da als Regisseurin beteiligt oder wer hat das entworfen? Da muss ich aber lachen. Wieso sollte ich daran beteiligt sein? Ich war ja nicht einmal Parteimitglied. Ich war auch kein Architekt. Wie kommen Sie darauf, dass ich daran beteiligt sein sollte? Aber das war doch großartige Inszenierung. Wer hat die gemacht? Wer hat das erfunden? Hitler und Speer haben das gemacht. Ganz alleine? Ja, ganz alleine. Ich hatte damit nichts, ich wusste gar nichts, hatte keine Ahnung davon. Ich habe das gesehen und habe versucht, das gut aufzunehmen. Aber die Idee, dass ich da mitgewirkt habe, finde ich ja geradezu albern. Unser deutsches Volk siegt heil! Siegt heil! Siegt heil! Kommen diese Masseninszenierungen, die ja teilweise wie eine Wagner-Oper aussehen. Aber diese Masseninszenierungen gibt es doch auch in Moskau, die gibt es doch auch in Peking. Haben Sie die gesehen, nicht diese tollen Massensachen, die Sie gemacht haben jetzt vor einigen Monaten in Peking oder in Korea? Das ist doch gar nichts Neues, das gibt es doch überall. Die waren doch gewaltig, diese Vorbeimärsche, die waren viel grandioser wie die im Triumph des Friedens. Also die ganzen Waffen vorbeimarschiert, die ganzen Raketen wurden vorbeimarschiert, die Tribünen waren mit hunderte von roten Tüchern geschmückt. Das war doch alles noch viel gigantischer.
Das sollte so aufgenommen werden, wie ein Künstler es sieht und nicht wie ein Politiker es sieht. Das war es ja gerade. Hitler wollte ja keinen politischen Film. Er wollte einen künstlerischen Film und es ist scheinbar geworden. Ich wusste es gar nicht, dass ich das kann. Wenn ich ihn nicht machen wollte, lag es nicht daran, aus politischen Gründen, sondern weil ich mir das überhaupt nicht zugetraut habe, eine fast unlösbare Aufgabe. Trotzdem hat man Ihnen doch nachher vorgeworfen, dass Sie mit diesem Film eine Verführerin geworden sind. Naja, es gibt ein paar Dummköpfe, die sowas sagen, die... Da kann ich nichts anderes sagen, ich finde es ausgesprochen blöde. Denn dann hätte ich es ja inszenieren müssen. Dann hätte ich der Hitler sein müssen. Oder dann hätte ich diese Menschen dahinstellen müssen. Wenn Sie jetzt mit dem Abstand der Zeit Triumph des Willens sehen, Sie sind sicher einerseits stolz, ihn gemacht zu haben, andererseits hat er doch dazu beigetragen, dass die zweite Lebenshälfte sehr, sehr schwierig wurde bei Ihnen. Wie sehen Sie denn jetzt? Also einmal war ich nie stolz, auch heute nicht, früher nicht, stolz worauf? Für diese Schinderei, die ich da hatte, für diese Arbeit, das war entsetzlich, ich bin fast draufgegangen, gesundheitlich, beim Schneiden dieses Films. Und was habe ich davon gehabt? Der Film ist zwar, gilt zwar als sehr gut Dokumentarfilm, hat mir aber doch nur Schäde eingebracht. Er wurde als Propaganda, nach dem Krieg als Schäde, vor dem Krieg natürlich, hat er ja noch alle internationalen Auszeichnungen bekommen. Zum Beispiel die Goldmedaille in Paris und auf der Biennale die Goldmedaille. Aber nach dem Krieg habe ich nicht nur Schäden bekommen, sondern wurde ich gegeißelt wegen dieses Films. Also kann ich nicht stolz darauf sein, sondern ich bin ganz todunglücklich, dass ich ihn gemacht habe. Wenn ich gewusst hätte, was der Film mir einbringt, hätte ich ihn nie gemacht. Half a century later, the terrible legacy of the Nazis is still being digested in Germany. After the war, Leni Riefenstahl, the obsessed and politically blinkered filmmaker, was boycotted and universally despised. To this day, she has not been able to make another film. That is the price she has had to pay for her brilliant career under the Nazis.